Schönen guten Tag. Zunächst einmal, was ist Dream Scene? Dream Scene ist die Möglichkeit, eine Videodatei als Hintergrund von Windows 7 zu nutzen. Standardmäßig nur unter Windows 7 Ultimate anwendbar. Allerdings kann das Ganze in der Home Edition oder in der Professional Edition nachgerüstet werden. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Falls Ihnen das Ganze gefällt und ein normaler Desktop-Hintergrund zu langweilig ist, rüsten Sie es doch einfach nach. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Zunächst starten Sie den Webbrowser Ihres Vertrauens. Um Dream Scene unter Windows 7 zu aktivieren, suchen wir uns am besten einen Patch. Den gibt es auf der Seite windows7sender.com. Wir könnten das Ganze auch selbst in der Registrierdatenbank vornehmen, aber wenn das schon jemand gemacht hat, ist das natürlich einfacher. Am schnellsten geht das, wenn wir wie hier bei Google nach Dream Scene suchen und das Ganze auf einer bestimmten Seite. Und zwar, ich habe es vorher schon mal eingegeben, windows7sender.com. Nun wird nur diese Seite nach dem Begriff Dream Scene durchsucht. Und hier haben wir es schon. How to enable Dream Scene. Okay. Da sind wir nun. Jetzt scrollen wir nach unten und finden hier den Patch für 32-Bit. Unter Firefox können wir hier das gerade anwählen. Ziel speichern unter. Ich speichere das gerade hier auf dem Desktop. Okay. Und schon haben wir unseren Patch hier. Doppelklick, Benutzerkontensteuerung aktivieren. Jetzt wurde alles in der Registrierdatenbank geändert. Bei mir ging es natürlich jetzt auch schon vorher. Aber jetzt sollte auch bei Ihnen die Möglichkeit bestehen, bei WMV-Dateien direkt anzuwählen Set a Desktop Background. Vielen Dank.